Und damit herzlich willkommen wieder bei eurem kleinen Let's Play von Shinken. Heute mal wieder mit der Weiterführung von Prince of Persia The Two Thrones. Und zwar die Weiterführung von Prince of Persia Warrior Written. Ja, Einstellungen und so weiter habe ich alles gemacht. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, pipapo. Und ja, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Wir spielen das natürlich alles auf normal. Und dann starten wir auch schon mal durch, ne? Während unser Schiff sinkend im Hafen lag, fand sich der Prinz in einem... Wenn ihr eine Pause benötigt, bitte nehmt euch Zeit. Okay, ich stelle jetzt mal die Sounds eben ein bisschen leiser und die Musik ist auch nicht gerade das leiseste. Stelle ich die Musik mal eben auf 1 runter und die Effektlautstärke lasse ich wohl auch erstmal auf 2 unten, ne? Und würde ich sagen, wir machen erstmal an der Stelle so weiter. Eine Stadt wieder, die in nichts den Ort glich, den er einst kannte. Der sonst so geschäftige Pier lag verwüstet da. Blutige Markisen und zerborstene Türen waren die einzigen Zeugen seiner Ankunft. Und die Menschen, Händler, Bettler, Fischer, niemand war zu sehen. Man hatte sie von hier vertrieben. Ja, ne, natürlich. Natürlich ist die Maus wieder super invertiert. Kamerasteuerung, so. Ich hoffe mal, das passt jetzt so. So, genau. So. Wir natürlich wieder irgendwo gestrandet, aber diesmal wohl nicht unbedingt. Sich einen Weg durch den zerstörten Stadtteil, heimgesucht von Bildern der Vergangenheit. Die Hafentaverne, in der er so viele Nächte verbracht hatte, zu Asche zerfallen. Babylons stolze Flotte, deren Ankunft er stets ersehnte, sie lag zerschmettert auf dem Grund des Euphrat. Ja, ne, die labert gerne mal so ein bisschen mit. Das wird sich aber im Laufe der Zeit auch mit ändern, also braucht euch da schon mal keine Sorgen drum zu machen. Ich muss mal eben schauen, wo es hier lang geht. Weil theoretisch wären wir jetzt darüber gesprungen. Ah ja, genau hier oben lang. Das Ding ist, wir dürfen jetzt mehr oder weniger die Prinzessin retten. Wie soll es auch anders sein? Aber ganz ehrlich, im Vergleich zu... All Zeichen des Kampfes. Aber was ist mit Babylons Stadtwachen? Wo sind sie geblieben? So, im Vergleich zur Insel war die Herrscherin der Zeit schon ein bisschen hübscher, aber ja. Keine Ahnung, wie viel Zeit die da auf dieser Insel verbracht haben, ne? Oh. Das ist so hier wieder hoch, genau. Oh Mann. Steuerung, danke. Danke, sehr schön. Ah, jetzt sind wir ja wieder im vollen Parcours. Voller Parcours hier und dürfen wieder springen, klettern, rutschen, sonstigen Scheiß. So, das sind wieder unsere Speicherteile. Werden erstmal nicht speichern. Brauchen wir ja nicht. Wollen ja auch so durchkommen. Und natürlich hat man keine Waffe. Immer dann an einer guten Klinge, wenn das Schicksal zuschlägt. Schnapp uns ein Küchenmesser. Gut, besser als nichts. Ich
ich will mir ja assisten. Jetzt müssen wir eben schauen, wir müssen jetzt dort runterrutschen. Und es leckt gerade hier an der Stelle ein wenig. Das Ding ist, es ist meist irgendwie immer dasselbe. Das ist ja der Nachteil. Theoretisch geht's da hier auch runter, oder nicht? So, wir wollen ja da runter. Dann auf den, okay. Haben wir hier schon einen Plan. Es kann nämlich echt mal unnötige Kämpfe vermeiden. Dreht er Däumchen oder was? Oh mein Gott. Der dreht er eiskalt Däumchen. Ich brich weg. Haha, du siehst uns nicht. Nein! So, das war blocken, genau. Müssen wir uns erstmal wieder reinfinden, ey. So, mal 2 und Sprung. Guckt ja auch noch super. Und da ich das Spiel auf CD habe, hoffe ich mal einfach ganz stark, dass es, ja, Bugs dürfte es eigentlich nicht geben. Von der CD ist es eigentlich immer relativ flüssig. Das hatten wir ja bei Warrior Written fast permanent, dass wir da entweder als Sandgeist gespawnt sind oder so. Kailina! Nein! Der Weg in die Stadt ist versperrt. Ich muss auf den Belagerungsturm. Und von dort aus eindringen. Die wird ja mal voll böse verschleppt, Alter. So, natürlich die alte Vorhang-Action. Ist immer noch dieselbe geblieben. Okay, das scheint bei denen ja nicht zu funktionieren, so wie ich mir das denke. Aber wäre ein bisschen episch, wenn wir mit dem Dolch alles blocken können, ey. So, das Ding ist ja wirklich. Ich spüre die Präsenz jener, die diesen Ort durchschritten, um meiner Familie Verderben zu bringen. Ja, wir können ja halt hier auch jetzt sterben, weil wir nichts zum Zurückdrehen haben. So, haben wir hier irgendwas? Ne, ist nur... Mit so einem einfachen Dolch kann man wohl auch nicht alles blocken. Ja, wäre ein bisschen episch, wenn wir mit dem Dolch alles blocken können, ey.
So, das Ding ist ja wirklich. Ich spüre die Präsenz jener, die diesen Ort durchschritten, um meiner Familie Verderben zu bringen. Ja, wir können ja halt hier auch jetzt sterben, weil wir nichts zum Zurückdrehen haben. So, haben wir hier irgendwas? Nee, ist nur. Mit so einem einfachen Deutsch kann man wohl auch nicht alles blocken. Ja, wäre ein bisschen episch, wenn man mit dem Deutsch alles blocken könnte. So, das Ding ist ja wirklich. Ich spüre die Präsenz jener, die diesen Ort durchschritten, um meiner Familie Verderben zu bringen. Ja, wir können ja halt hier auch jetzt sterben, weil wir nichts zum Zurückdrehen haben. So, haben wir hier irgendwas? Nee, ist nur. Mit so einem einfachen Deutsch kann man wohl auch nicht alles blocken. Ja, wäre ein bisschen episch, wenn man mit dem Deutsch alles blocken könnte. So, das Ding ist ja wirklich. Ich spüre die Präsenz jener, die diesen Ort durchschritten, um meiner Familie Verderben zu bringen. Ja, wir können ja halt hier auch jetzt sterben, weil wir nichts zum Zurückdrehen haben. So, haben wir hier irgendwas? Nee, ist nur Deko. 4 Wochen war ich auf See. Und jeden Tag träumte ich von meiner Rückkehr. Selbst in meinen düstersten Visionen hätte ich mir so etwas nicht ausmalen können. Krieg, ja. Das ist die einzige Erklärung. Aber mit wem? Und warum? Und soll er auf alles gefasst sein, ne? Einfach mal so schön drüber und dann voll die Kehle durchgeschlitzt. So, das sind die persischen Krieger, die gerade gegen, keine Ahnung, etwas kämpfen. Irgendwelche Leute mit Widerköpfen, hier diese Widerköpfe. Ja. Ich bin eine Farfine. So dreckig, Alter. Das nicht mal mit, Alter. Kacken dreist abgeschlachtet hier. Aber ganz ehrlich, jetzt wäre es zu speichern nicht schlecht. Ah, da ist sogar was. Soll ich hier fort? Ich werde nächstes Mal an dieser Stelle weiter erzählen. Yeah. Ihr müsst wissen, dass nicht die Liebe ihn trieb, sondern die Verantwortung. Er hatte ein Versprechen gegeben, das jetzt gebrochen war.
Trotz all seiner Fehler glaubte der Prinz, alles richten zu können. Ein edles Ziel, gewiss, aber ein ebenso selbstsüchtiges. Es war der eigene Schmerz, den er zu lindern trachtete. Das finde ich auch dann wieder gut, solche kleinen Geschichten, die nebenbei erzählt werden. Da erfährt man so ein bisschen vom Hintergrund, warum, wieso, weshalb das Ganze. Weil ich meine, man sieht hier, dass jetzt hier nur die Prinzessin verschleppt wurde und so. Nein, ich kannte sie. Ich muss Kailina folgen, wenn ich den finde, der verantwortlich ist. Oh, Entschuldigung.